mit dabei, der Sieger des Jahres von gestern. Und wir haben natürlich mit Bastian Franz auch einen Pacemaker da vorne. Schaut mal auf den Meeting-Rekord. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an dieses tolle Rennen 2014 zwischen Timo Bielitsch und Rubio Tesfane, als Timo Bielitsch und Rubio dann niedergerungen hat auf den letzten Meter von 2,16,90 einen neuen Meeting-Rekord. Darum gibt es einen Richter auf diesem Mal einen schönen Fight. Und ich denke, einer meiner Favoriten jetzt auch mit Sebastian Kainer vom LRC Erfurt Top Team, der deutsche Hallenmeister über 800 Meter 2009. Hier kommen sie auf die Gegengeraden, auf geht es. Pacemaker Bastian Franz, dahinter mit der 69 Charles Grayton. Dann haben wir, wir schauen mal auf die Uhr, eine 55 etwa, okay. So, wir schauen mal auf der Gegenseite, also mit ganz schnell dabei, Charles Grayton aus Luxemburg, letztes Jahr 1,47,30 gelaufen und jetzt hier vorne, dahinter auf Platz 3 auf jeden Fall steht Sebastian Kainer. Und mit der 362 Eliud Kipchoge, der vierte des vergangenen Jahres. Timo geht jetzt auf Platz 4. Und jetzt geht es hier ans Eingemachte. Auf die 800 Meter. Ruto vor Grayton. Kainer, dann Bielitz. Und 1,51. Jetzt auf die letzten Meter. Wer kann das Ding reißen? Ganz vorne Eliud Kipchoge, der Kenianer, letztes Jahr Vierter. Aber er wird nicht gewinnen. Er wird nicht gewinnen. Er wird nicht gewinnen. Kommt Bielitz wieder. Wie vor zwei Jahren. Und vielleicht wird es ja wieder so eine tolle Saison wie 2014, als er dann deutscher Meister wurde.